treu geblieben sind. Waage, Liebe. Am 4.9. wird Venus direktläufig und davon profitieren Sie, liebe Waage, in besonderem Maße, denn Sie sind von der Venus beeinflusst. Nicht nur hat Ihre Partnerschaft jetzt grünes Licht, auch Sie selbst strahlen mit dem Himmelsstern um die Wette. Das macht Sie noch schöner und Ihre Verehrer stehen Schlange. Mitte des Monats sorgen positive Venus-Chiron-Transite dafür, dass endlich auch Heilung in Ihr Liebesleben kommt, zum Beispiel Heilung von verbalen Verletzungen. Am 23.9. ist der große astrologische Zeichenwechsel. Sonne in Waage bedeutet, dass gerade Sie jetzt strahlen vor Charisma. Wenn Sie zufällig Single sein sollten, ist das nun die beste Zeit, um einen hochkarätigen neuen Partner zu finden. Beruf. Mit der direktläufigen Venus können Sie jetzt gut in Kunst, Kunstgewerbe, Silber oder Kupfer investieren, etwa in Minen oder Museen. Haben Sie mal daran gedacht, mit Ihren Geldanlagen ungewöhnliche, aber lohnenswerte Wege zu gehen? Doch passen Sie auf vor kosmischen Störmomenten. Am 17.9. steht Venus im Quadrat zu Jupiter. Das ist keine gute Zeit für Geschäfte und Handel. Auch könnten nun Rechtsfragen, zum Beispiel Ihr Arbeitsvertrag oder eine Büromiete oder Versicherung, mit dem rückläufigen Jupiter Probleme machen. Üben Sie sich in Geduld und versuchen Sie jetzt nicht, etwas zu erzwingen. Es kommt anders. Ab Oktober herrscht wieder Auftrieb. Gesundheit. Am 4.9. wird Jupiter rückläufig und kann Ihnen kleine Rückschläge in Bezug auf Ihre gesellschaftliche Situation bringen, Ihre sozialen Kontakte, Ihren Status. Da Sie sehr extravertiert sind, tut es Ihnen weh, wenn Ihr Image irgendeinen Abbruch nimmt. Das könnte auch zu psychosomatischen Störungen führen, weil Sie sich aufregen oder im Gegenteil melancholisch werden. Lenken Sie sich ab und lernen Sie zu verstehen, dass Sie nicht Ihre Rolle sind. Das fördert auch Ihre Gesundheit. Spirituelles. Was so nicht ganz zu Ihnen passt und Ihrem Mantra »schöner, fairer, besser« ist der plutonische Aspekt, das Verborgene, Verdrängte, Abgründige, das aber auch immer anwesend ist. Jetzt im September kommen Sie mit dem verdrängten Rest in Verbindung und das könnte Sie zuerst erschrecken, doch es ist spirituell wichtig, sich auch dem Schatten zu stellen. Am 21.9. steht die Sonne im Trigon zu Pluto und zeigt Ihnen, dass alles Verdrängte seinen Platz hat und Sie dadurch nicht verlieren, sondern dass Sie dadurch sogar gewinnen können.